Everybody's asking where you've been. I tell them that you're just a picture in a frame. I dissolve with the salt on your skin. I know that we shouldn't be doing this so low. Focus on my tone. Feel your heartbeat stutter in slow-mo. Breathe in, let go. Feel your heartbeat stutter in slow-mo. Hallo Tischtennisfreunde. Heute sind wir wieder bei der Tischtennis-Saisonvorbereitung. In diesem Video seht ihr den WM-Tisch von der Weltmeisterschaft 2017 in Düsseldorf. Den konnte man damals käuflich erwerben für 1500 Euro. Doch nicht nur der Tisch ist hier, sondern neben dem guten, sehr professionellen WM-Tisch ist auch noch Torben Wosig dabei. Den seht ihr an dieser Stelle. Der Coach Matthias Hacke, mein Trainingspartner, seit mehreren Jahren trainiert ihn und gibt auch mir hier den einen oder anderen Tipp. In dieser Übung spiele ich die Übung Falkenberg, jedoch in einer anderen Variation. Normalerweise ist die Übung ja Rückhand, dann die Rückhand im Lauf mit der Vorhand und dann weite Vorhand. Torben Wosig hat mir jedoch den Tipp gegeben, diese Übung mal anders zu spielen, nämlich Rückhand Topspin, also ich Rückhand Topspin und dann kann ich entscheiden, spiele ich ein oder zwei Bälle mit der Rückhand. Hier in diesem Video seht ihr gerade, ich habe zweimal gespielt und genau, kann dann selber entscheiden, okay, wie liegt der Ball und kann dann drauf gehen. Im Spiel müssen wir auch immer individuell die Bälle anschauen, okay, wie liegt der Ball jetzt, wie kann ich welchen Ball spielen und dann eben so Druck machen. Wenn wir immer aber gleich im Kopf haben, okay, ich muss so spielen, egal ob der Ball liegt, gut liegt oder nicht, dann wird es auch im Spiel oft nicht gut gehen. Hier seht ihr oft den zweiten Ball weit außen der Vorhand, versuche ich dem Matthias Hacke auf seinen Körper zu spielen. Im Tischtennis ist es nämlich so, dass wir den Gegner im Optimalfall an der Stelle anspielen, an der er nur noch reagieren kann. Ohne dass es mega Risiko ist. Also nicht nur dein Tempo durchspielen. Von der Schnelligkeit her oder von der Schnelligkeit? Von der Schnelligkeit meine ich jetzt. Ne? Du spielst so richtig boom, 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 ein paar Mal so und dann, einzige was du änderst, die Platzierung. Aber zwischendurch mal einen weiter oder wenn du hier einen vorbereitest und dann zwischendurch eine richtige Granate rauslässt. So Tempo viel wechseln. Schön kommen lassen. Hier habt ihr wieder Torben Wosig gesehen. Torben Wosig ist ja Vize-Europameister von 2003. Mit ihm habe ich auch ein längeres Interview geführt, was neben dem Interview mit Kian Ort bald veröffentlicht wird. Und Torben ist auch A-Lizenz-Trainer, hat eine Tischtennis-Akademie und spielt jetzt nächstes Jahr bei Hertha BSC Berlin in der Bundesliga. Wenn du den Schläger da oben hast, ne, du weißt nicht, er zieht nicht ganz genau, dann musst du jetzt immer damit rechnen. Der Schläger steht, dann schaffst du das von der Zeit locker. Oder ein Sprung raus, ein Sprung. Schön locker. Nun kommen wir zum Ende vom Video mit Matthias Hackl und Torben Wosig am WM-Tisch. Gebt mir mal einen Kommentar ab, ob dir das Video gefallen hat, was dir nicht so gut gefällt, wie du die anderen Videos bis jetzt findest. Würde mich freuen, wenn du da mir ein bisschen Feedback gibst. Und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder beim nächsten Video. Bis dann, alles Gute, dein Coach Bojan Besinger. Ciao.